Königskerzenblättertee zur Entfernung von Schleim aus der Lunge. Bei vielen Menschen sammelt sich Schleim in der Lunge an, was zu schmerzhaftem Husten und Reizungen führt. Dies wird in der Regel durch Viren, Rauchen, Asthma, Allergien und Lungenerkrankungen wie chronisch-obstruktive Lungenerkrankung verursacht. Königskerzenblätter werden seit dem alten Rom zur Heilung der Lunge und zur Förderung einer besseren Luftzirkulation verwendet. Und genau darüber werden wir im heutigen Video sprechen. Bevor wir darauf eingehen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass diese Informationen nur zu Bildungszwecken dienen. Lungengesundheit: Die Lunge ist äußerst wichtig, wenn es darum geht, einen gesunden Körper zu unterstützen. Weil sie es uns ermöglichen, Luft zu atmen und Sauerstoff an das Blut zu übertragen. Das Problem ist, dass die Lunge eine der ersten Verteidigungslinien gegen Erkältungen, Grippe, Viren und Krankheitserreger ist. Königskerzenblätter werden oft als natürliches Arzneimittel zur Entfernung von Schleim aus der Lunge verwendet, in der indischen Medizin vor allem als Lungenstärkungsmittel. Dieses Kraut enthält die Wirkstoffe Kämpferol und Quercetin sowie Beta-Phenylephrin und Kampfen. Diese natürlichen Inhaltsstoffe lindern gereizte Lungen und lindern Husten, indem sie Entzündungen reduzieren. Weitere Inhaltsstoffe sind Vitamin C, Kumarin und Hesperidin, die nachweislich heilende Eigenschaften für die Lunge haben und schädliche Viren und Bakterien aus dem Körper entfernen. Wie man Königskerze verwendet. Der beste Weg, dies zu konsumieren, besteht darin, eine Portion Königskerzentee aufzubrühen. Frische oder getrocknete Königskerzenblätter 5 bis 10 Minuten in heißem Wasser einweichen, dann in eine Tasse abseihen und als Kräutertee trinken. Wenn Sie diese Informationen hilfreich fanden, klicken Sie bitte auf Gefällt mir und abonnieren Sie, um über meine neuesten Gesundheitstipps und Ernährungsratschläge auf dem Laufenden zu bleiben. Achten Sie darauf, die Mischung abzuseihen, um die winzigen Härchen zu entfernen, die von den Blättern fallen, da diese Ihren Hals reizen können. Für die Süße können Sie gerne frischen Zitronensaft hinzufügen. Sie können auch einige Blätter in eine Schüssel mit heißem Wasser geben und den Dampf sanft einatmen. Dadurch können die ätherischen Öle in den Blättern die Atemwege schnell beruhigen. Alternativ können Sie Königskerzenblättertropfen kaufen. Dabei handelt es sich um einen Farbstoff, den Sie dem Wasser hinzufügen können, um ein lungenerneuerndes Getränk herzustellen. Die Verwendung einer dieser Methoden hilft dabei, Schleim aus der Lunge zu entfernen, Reizungen zu lindern und das Atmen zu erleichtern. Zusätzliche Vorteile: Königskerzenblätter haben unter anderem auch andere Verwendungsmöglichkeiten. Erste: Behandlung von Ohrenentzündungen. Zweite: Hämorrhoidenbehandlung. Dritte: Lindert Schmerzen, wenn es auf die Haut aufgetragen wird. Vierte: Behandeln Sie Hefepilzinfektionen. Fünfte: Stärken Sie die Immunität. Sechste: Reduzieren Sie die Empfindlichkeit und vieles mehr. Das heutige Video ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem kommenden Video. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit, Wohlstand und Glück.